kann man hier ändern. So, ich habe jetzt hier schon mal den Weg. Meine Felder sind immer, vom Grundprinzip her sind die immer 9x9 groß. Warum? Selbst wenn mal eine Maschine ausfällt, in der Mitte hast du eben das Wasserloch, auch wenn unten drunter halt dann eine Maschine steht, aber wenn die ausfällt, durch das Wasserloch hast du immer die maximale Bewässerung. Kann im Grunde halt nichts passieren. Das ist mir halt, ja, ist mir wichtig. Das ist so eine Art eigene Absicherung, damit nichts passieren kann. Weil man weiß ja nie, weil wenn du einen Haufen Maschinen hast, brauchst du auch einen Haufen Strom. Wenn du immer aber keinen Strom mehr hast, hast du ein Problem. Mann. So. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, warum ich jetzt gerade diesen den schwarzen Farbstoff, den Tintenbeutel hinterher renne. Aber mir war so, als bräuchte ich ihn zeitnah. So. Haben wir erstmal den Weg. So, ich würde sagen, wir machen uns, ich sage mal, 1, 2, 3, 4. Zap, zap. Hier war die Mitte. 1, 2, 3, 4. Dam, bam. Bam. Genau. Ziel muss hier gelernt sein. Ich glaube, ich brauche hier wieder eine andere Sitzposition. Das darf jetzt nicht wahr sein. So. Machen wir uns erstmal ein Feld. Eins, zwei, drei, vier. Ah ja, haben wir. Sehr schön. Normalerweise wäre das hier eigentlich relativ latte mit dem Wasserloch in der Mitte. Ist es mir aber gerade nicht. Weil das Wasser hier irgendwann verschwinden wird. Also auch unten drunter, keine Sorge. Aber erstmal reicht es. Erstmal können wir jetzt mit arbeiten. So, haben wir was vergessen? Ach ja, hier drei Reihen noch. Eins. Diese Tintenfische. So. Haben wir das auch? Haben wir das auch? Haben wir das auch? Hä? So, sehr schön. Was soll noch von oben noch auffüllen hier? Hä? Achso. Perfekter Mundo. Haben wir das? Was auf jeden Fall noch brauchen, ist immer eine Kiste. Man muss ja immer. Oh, ein bisschen mehr Holz, ja? Mehr als ich dachte. Okay. So. Ah, das Uranerz will hier wieder nicht. Na, so ein Mist. Da kommen mir eigentlich auch Helorium-Barren raus, aber scheinbar nicht im normalen Vanillaofen. Da brauchst du wieder einen von NaRO oder sonst so irgendwas. Ich glaube ja, Mechanism geht ja auch mittlerweile. Ging eine Weile nicht. Müsste jetzt aber sein. So, Bruchstein haben wir da. Überlegen, wo ich ganze Kram hier gehabt habe. Hier so, Grünzeug, noch mehr Grünzeug. Ein Pilze, ein bisschen Farbstoff. Farbstoff brauchen wir hier. So, ja, genau. Hier, ne? Nee, halt. Ach, machen wir mal hier rein. So, haben wir eine Dings hier. Die Eisenhacke haben wir schon. Hab ich auch wieder vergessen. Auch nicht schlecht. So, liebe Freunde. Nein, das war falsch. Die wollte ich haben. Wenn wir erstmal die Maximalgröße erstmal hier beackern. Das war denn die Sämchen haben können. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind ganz normale Weizensamen. Das Gefühl, dass die Klickrate von meiner Maus zurückgegangen ist. Das hat die auch schon mal schneller gemacht, weil ich halt jetzt nur gedrückt. Und eigentlich hat die schneller geklickt. Naja, gut.
selber da hingestellt. So, die Hacke machen wir jetzt gleich da drin. Soll ich immer irgendwo hinlatschen brauchen. Und jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Achso, ich wollte die Weizensamen holen. Die hatte ich ja. Hier hast du so hier. Ender Lilly-Samen. Ganz wichtig. Die Gerstensamen, die schmeißen wir erstmal raus. Die brauchen wir nämlich eigentlich nicht. So, die Baumwollsamen nehmen wir auch schon mit rein. Ja, da kommt Baumwolle raus. Und brauchen wir für die Fäden. Weil Wolle brauchen wir ja auch ohne Ende. Gerade für die dicken Kabel von Applied Energistics. Alter Verwalter. So, Ender Lilly-Samen brauchen wir im Grunde halt auch. Ja, die haben den Vorteil, die kannst du auf Wasser setzen. Und auf Erde. Hat einen großen Vorteil. Ich mach's jetzt hier auf der Erde, damit wir halt nicht verloren geht. So. Brauchen halt ein bisschen länger zum Wachsen. Ja, kein Thema. So, das wächst hier nur einzeln auf dem Boden. Das heißt, ich muss mal kurz tricksen. Ich muss mir mal kurz was besorgen hier. Irgendwas zum Aufbauen. Halt. Ach ja. Ich habe keine Steine mehr. Und zack. So, wenn die groß sind, stehen sie übereinander. Sieht ein bisschen komisch aus, funktioniert aber. So, über ein Stack Steine, Alter. Ich habe keine Steine mehr. Ich muss mit den abfahren hier. Oh, Marble, Steine. Na, wunderbar. So, Marble. Das ist eigentlich ein guter Einwand, weil Marble wird ein Den Schraubenschlüssel kann ich mir noch nicht machen von NIO, weil ich möchte nicht so Fülle. Probieren wir mal. Ah, okay, jetzt geht's. Na gut. Haben wir. So. Erste Anpflanzung haben wir vorgenommen. Alle schick. Jetzt überleg. Den Füller könnte ich mir jetzt holen. Könnte ich am CE einfach platt machen. Brauche aber Strom. Strom haben wir nicht. Also, das erste, was wir brauchen, ist tatsächlich der Verbrennungsgenerator von NIO und die Sagmill. Naja, und die Legierungsschmelze. Ja, guck mal tatsächlich. 7 Meteore habe ich schon gefunden. Alter Verwalter. Läuft. So, na gut, dann ist es so. Dann schauen wir mal. Wir brauchen von NIO. Brauchen wir erstmal den Verbrennungsgenerator. Das ist dieser hier. Nein, ist er nicht. Das ist nicht der Verbrennungsgenerator. Bitte bescheuert. Generator. Ist das doch der Stirling? Das ist doch der Stirling. Na gut, okay. Oh, wir haben davon gar nichts im Inventar. Oder in der Kiste nebenan. Auch nicht schlecht. Naja, dann ist es so. Kann man auch nicht ändern. Steine. So, ich brauche denn hier auf alle Fälle erstmal einen Ofen. So, war auch schon mal blöd, weil Ofen habe ich nämlich genug. Komme ich auch nicht weiter, weil ich bin ja auch wieder doof. Ich brauche tatsächlich gebrannte Steine. Habe ich noch Steine irgendwo drinnen, bevor ich die alle doppelt mache? Weiß ich nicht. Ist mir auch gerade egal. So, machen wir die hier rein. Ey. Mache ich mir die Kohle gerade so ein bisschen mit kaputt. Aber na gut. So, kann der Stack da durchheizen, dann ist es so. Haben wir den halt auch. Passt. So, was brauche ich noch mal bestimmt dafür? Ich brauche damit noch... Achso, Kolben können wir machen. Können wir Kolben machen? Einen können wir machen. Ein Pisten können wir machen. Na, dann machen wir den noch einfach mal. Jetzt habe ich natürlich die Steine wieder rausgenommen. Alter. So, den können wir machen. Den haben wir auch.
Hier können wir dann auch fahren. Warte mal, ich glaube, ich brauche so ja mehr. Ach komm, ist egal. Das ist ein Holz, davon haben wir. So, normalerweise müsste er jetzt aber wenigstens alles schon rinschmeißen. Macht er aber nicht. Na gut, dann ist es so. So. Ah, 6 erst. Na komm, 2 brauche ich noch. 2 noch, komm. Jetzt noch einer. Immer gib. Gib, 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 gib. Zack, sehr schön. So, dann machen wir die Steinziegel draus. Na, so, da, dum, 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 dum. Und wir haben den Stirling-Generator. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Sagmill. So, und das Mahlwerk. Ah, okay. Wir kommen wieder an die alten Probleme. Redstone. Okay, dann lassen wir den ganzen Kram eben hier. Das lassen wir hier. Ich habe ein bisschen davon. Ich habe ein bisschen... Die Axt brauchen wir theoretisch eigentlich fast ja nicht. Muss ich mir doch auf den Weg machen. Habe ich den Regen ausgestellt vom Ton hier? Ja. So, so, so. Ich muss jetzt hier leider mich irgendwo runterbuddeln. Aber nicht nur einfach irgendwie sinnlos runterbuddeln, sondern halt gleich mit Treppchen. Oder haben wir vielleicht schon irgendeinen Mineneingang? Lass mal auf der Karte glotzen. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt... Gibt's nischt. Vielleicht müsste jetzt hier auch nicht Ewigkeiten rumfliegen, um irgendwas zu finden. Jetzt möchte ich gleich um die Ecke haben. Aber ich sehe hier keine, nicht Mine, sondern keine Schlucht, kein Nischt. Jo. Gut. Denn auf die Oldschool-Variante, hier haben wir ja schon angefangen zu bauen, aber da nehmen wir ja lieber den mit. Hier haben wir schon angefangen zu basteln, denn, ja. Machen wir so einen Dreierweg runter. Alle Dude. Muss ja nicht der schönste sein. Doch, muss es eigentlich schon. Weil irgendwie... Warte mal, jetzt muss ich mal kurz meine Gestalt ändern. So, jetzt können wir auch nicht mehr fliegen, aber ist ja auch nicht mehr das Wetter wild. So. Ja. Das war jetzt wieder nämlich. Das kann ja schon mal passieren, ne? So. Ich muss ja aufpassen, was ich jetzt hier wegkloppe. Weil ich jetzt ja mit 3x3 arbeite. So. Mal das hier auch noch weg. Also ich bin dann doch mal gleich froh, wenn diese Steinebene, die Sandebene gleich mal weg ist. Erde, Sand, Steine. Ihr wisst schon. So. Herzchen nehmen wir weg. Sieht wieder jetzt extrem schön special scheiße aus, aber wir brauchen leider das Material. Siehst du, Kohle, noch ein bisschen. Oh, 4 Zertos gleich. Uiuiui. Oh, hat sich gelohnt, sehr schön. Gut, dann machen wir das hier mal wieder zu. Ja, das sieht hier aber auch kein Schwein, ey. So, empfehlenswert ist auch immer, alle zuzumachen, also keine Lücken zu lassen, weil uns spawnt da tatsächlich irgendwas hinter und da ich ja die Mobs nicht ewig auslasse, sieht dann ziemlich nervig, wenn du irgendwo in deinem Haus rumrennst und die ganze Zeit mal... So, wunderbar.
Langsam kriegen wir hier ein gerades Bild drin. Kann das sein? Genau, Fackeln irgendwo. Ach ja, übrigens, das müsste jetzt hier auch klappen. Weil normalerweise, wenn du jetzt den Hammer hast, kannst du ja mit links, baust du ja ab, mit Linksklick. Und mit Rechtsklick passiert das, was neben dem Hammer ist, rechts. Das heißt, ich bin auf dem Hammer, mach Rechtsklick und setz die Fackel. Dafür brauchst du eine 1, oder brauchst du im normalen Wandel da die 1.10. Das haben die Mods hier alle mittlerweile schon drin. Aber das Schöne ist, bei der neuen Minecraft ja, Version, was auch immer, neuen Variante, eine 1.11, da scheint es ja doch ein paar interessante Neuerungen zu geben. Also es wird zwar kein direkter Rucksack sein, wie es aussieht, sondern so eine Art Kiste, die du mit dir rumschleppen kannst. Aber hey, man kann auch zusätzliches Inventar schaffen. Finde ich super. Aber da merkt man mal, dass die Entwickler von Minecraft, dass die doch dazu lernen. Also geht nicht spurlos an denen vorbei. Was die Mod-Entwickler alle so hinkriegen. So. Ich hab's ja an. Das ist übrigens dann auch spannend. Ne, war die falsche Seite, auch das noch. Das wird übrigens spannend, wenn man. Wenn der Hammer nachher dran ist, der aus Menjelin gemacht ist. Denn der hat erstmal nicht nur eine schöne Haltbarkeit, was natürlich mega geil ist, sondern der hat auch wahnsinnig viele Modifier, die man den auch nutzt, zwangsläufig. Aber er geht ein bisschen schnell. Da musst du aufpassen, was du abbaust. So, okay, weiter geht's. Finde ich gerade so ein bisschen doof, dass es nicht so flutscht, wie das gerne hätte. Aber es ist auch kein Wunder, wenn man hier die ganze Zeit sich verbaut. Aber ich möchte eben gleich einen richtigen Gang nach unten haben. Ich will nicht mal, wenn ich dann die Treppe hoch und runter hier mit dem Kopf da irgendwo gegenschlagen, habe ich echt keine Lust drauf. Ist mir auf Dauer zu anstrengend. So, haben wir müssen noch ein bisschen Kies hier mitnehmen. Braucht man alles mal. Alter, fahr weiter, wenn die nicht bald aufhört hier. Na, man kann ja auch mal Glück haben, aus Versehen. Man kann ja auch mal Glück haben. Jetzt habe ich hier tatsächlich eine Mine. Na, ist ja geil. Und bei meinem Glück, obwohl, hier sind ein paar. Ja, die Schienen könnte man mitnehmen. Hat aber nicht wirklich Ambition zu. Weil mein Problem ist, wie komme ich nachher wieder raus? Weil ich kenne mich ja. Und ich kenne mich sehr gut. Aber das war jetzt doof, oder? Warte mal. Wie mache ich das jetzt hier? Ist ich hier irgendwie sinnvoll? Jawohl. Okay. Den Regen höre ich nicht, aber Donner. Na, immerhin frei. Osmium. Sehr gut. Ein bisschen Kohle. Also ich konzentriere mich jetzt hier wirklich nur auf die Erze. Nehme jetzt hier keine Steine extra mit oder auch keinen Marmor, weil den Marmor, den haben wir ja wirklich irgendwann an Gro. Weil erstmal baue ich jetzt nicht schön, sondern praktisch. Dann müssen wir erstmal Platz schaffen. Und das mit dem Platz ist halt nur ein bisschen problematisch, weil um einzelne Sachen eben zu basteln an Maschinen, brauchst ja wieder andere Maschinen. Das heißt, da geht ja schon viel Platz verloren, nur einfach, wenn man die Maschinen braucht. Und das hat dann mit schönen Bauen noch nicht wirklich viel zu tun. So. Noch einer mitgenommen. Ah, hier hat er leer gemacht, wa? Ja, na Gott sei Dank. So, machen wir erstmal den hier. Hauen wir schon mal ein bisschen Erze rein, was wir haben.
Ist das... Nee, mal. Das hauen wir alles in den Ofen rein. Hier haben wir das Baumaterial. Und hier machen wir einfach das drin. Was wir gleich in unsere Bastelkiste schmeißen können. Alter, ist das laut. Ist das... Muss ich da erstmal kicken beim Schneiden nachher gucken, ob das da auch so laut ist. Aber ist ja bekloppt. Okay. Gut. Gut. Ich will ja nicht so weit laufen, weil ihr sagt, ich kenne ja mein Glück. Stehe ich da und finde nicht zurück, aber ich hätte mich jetzt gefreut, wenn jetzt hier schon irgendwo die Minecarts stehen würden. Also 1, 2, 3 Stück findest du ja in solchen Minen immer. Und da sind immer manchmal viele spannende Sachen drin. So, so, so. Wow, na sehr schön. Nochmal 3 Essenzberry-Büsche. Hm, na gut. Wunderbar, mitgenommen. Die habe ich jetzt gerade, also gerade aktuell in meiner Singleplayer-Welt kaum gefunden. Ich glaube, ich habe jetzt hier mit den 6 Stück schon mehr als in meiner Singleplayer-Welt. Das ist natürlich Highlight. Ich habe letztens was gesehen, dass man aus Essenzberries, also nicht nur einfach den Erfahrungspunkte sich da verflüssigen kann und die in den Obelisken von NIO eintanken kann, sondern man kann daraus auch so eine Art Mob-Essenz machen. Da gibt ja auch Maschinen, die mit Mob-Essenz laufen. So, war jetzt wieder eine unkluge Idee. So. So, das Minikio-Ohr ist klar, das müssen wir auch mitnehmen, weil das ist unsere Basis für Magical Crops. So, war vorher bis zum letzten, bis zur letzten Version, also in die jetzt hier in dem Modpack enthalten war, war die super einfach gehalten. Das war noch eine etwas ältere Version, um mal vorsichtig auszudrücken. Aber, ah ja. War halt einfacher. Fand ich gut. Jetzt ist es doch relativ kompliziert geworden. Also eigentlich nicht kompliziert. Es ist wesentlich aufwendiger geworden. Das wäre der richtige Ausdruck. Hm? Oh. Taschen schon wieder voll. Okay. So, das raus, das raus, das raus. Das raus, das raus. Hier kommt Baumaterial raus. Das schmeißen wir ja erstmal raus. Das ist alles Müll. Ah, sieht es noch Müll. Baumaterial, 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 Baumaterial. Müll. Farmcraft braucht keiner. Nehmen wir gleich da rein, nehmen wir da rein, nehmen wir da rein, nehmen wir da rein. Weg. So. Können wir gleich verbrauchen. Jetzt könnten wir schon mal was kräftig verzaubern. 30 Level, aber wir haben ja noch nicht mal einen Diamanten da, oder? Hatten wir da in den letzten Folgen irgendwo Diamanten gefunden? Bin mir gerade nicht so sicher. Oh. Glück gehabt oder nicht? Ah, bleib drauf. Genau abgepasst, ne? Man kann ja auch mal Glück haben. So, ein bisschen Kohle, Eisen, Zertusquarz. Und warum bin ich hier eigentlich runtergegangen? Wegen Redstone. Was haben wir nicht? Redstone. Wunderbar. So, das ist übrigens diese Dance-Ohr, ne? Diese dichte Eisen, dichte Erz.
Da kommen dann so 3, 4 Blöcke raus, statt nur einer. Geht's ja noch abwärts, Mann. Ich wollte doch... Ich hab doch jetzt schon vergessen, wo ich herkommen. Ich bin gerade mal ein paar Minuten hier unten. Ich hasse das. Aber man kann ja auch nicht aufhören. Aber ich halte mir ein Versprechen. Ich halte mich gerade nur an die Erze. Warte mal. Ich weiß, dass es in der Aufnahme zu dunkel ist. Man sieht nämlich nichts. Ich will jetzt diese Minecarts haben. Hey. Geht's ja nochmal richtig weiter. Sehr schön. So. Ja. Mining-Touren. Das Aufregendste der Welt. Oh. Hammer ist kaputt. Der hat sich gerade verabschiedet. Und ich bin noch nicht mal auf Redstone-Ebene. Oder? Nee, ich bin Höhe 43. No. Ich freue mich. So. Sehr schön. Also Eisen haben wir jetzt wirklich langsam genug. Also genug für das Erste. Genug kann man nie haben. Alter, das scheppert in meinem Ohr. So. Dann. Das Schöne ist auch am Tinkers Werkzeug, wie gesagt, geht halt nicht kaputt. Also es verschwindet nicht, wenn es kaputt ist. Es verliert eben tatsächlich eben nur seine Funktion. Aber es ist eben nur da. Dann kannst du es reparieren und dann kannst du wieder in voller Stärke weiter benutzen. Verlierst keine Modifier. Und sonst nicht. Aufleveln ist hier halt auch nicht. Also Weinweiner gibt es hier halt auch nicht drauf. Weinweiner, wer es kennt. Oder wer es nicht kennt, besser gesagt. Da kannst du denn mit gedrückter Shift-Taste, glaube ich, ist es. Kannst alle Erze, die gerade zusammenhängend sind, mit einem Schlag abbauen. Also sprich, jetzt müsste ich ja jeden Block einzeln abbauen. Und bei Weinweiner brauchst du halt nur einen Block ab. Aber alles, was Kohle ist, was anbindend ist, also was sich miteinander berührt, werden mit gleich abgebaut. Ähnlich wie ein 3x3-Feld, halt kann nur wesentlich größer werden. Und wenn man die auf normale Pflasterstellen oder Bruchstellen, Cobblestone eben freigegeben hat, das abbauen, denn, ja. Dann reicht ein Schlag. Die Spitzhacke hat... Okay. Die Spitzhacke hat, ihre Funktion verloren. Jetzt bin ich hier unten. Ganz woanders, als ich eigentlich sein wollte oder sollte. Ich werde bekloppt.